Hallo Terry. Hi. Ja, das ist sehr schön, dass du mitmachst. Ja. Ja, heute möchte ich dich interviewen, also über die deutsche Bildungssystem und auch soziale Wohlstand. Ja, dann, du hattest mir schon erzählt, dass du ab 9 Jahre alt nach Deutschland gekommen bist, oder? Ja, Oh, genau. dann mit deinen Eltern. Meine Eltern, die leben in England. Oh, jetzt noch in England? In England, ja, die leben nicht mehr Oh, hier in Deutschland, nein. sie waren Diplomaten, oder? Nein, mein Vater war General in der Army. Und vorher hast du wie viele Jahre in England in der Schule So gelernt? ungefähr 2 Jahre. 2 Jahre? Und danach sind wir nach Deutschland, weil mein Vater in die Army gegangen ist. Und deswegen bin ich dann auch hierher mitgereist, weil ich noch ein Kind war. Genau. Damals wegen der Zweite Weltkrieg. Oh, okay. Also die Geschichte ist interessant. Ja, genau. Und dann, in welcher Schule bist du in Deutschland gegangen? Ich bin auf das Christian-Ernst-Gymnasium da drüben gegangen. Oh, direkt Da drüber. gegenüber, genau. Oh, das ist ja schön. Ja. 5 Meter. Auf das musische Gymnasium, genau. Oh, Das war ja. Das, ich habe auch dort in dem Fußballfelder gespielt. Dann, ja, gegenüber, ja, genau. Auf diesem Gymnasium war ich. Und dann hab ich 92 Abitur gemacht Okay. und habe mein Abitur mit Hilfestellung gemacht, weil ich eine Behinderung habe. Und durch meine Behinderung habe ich diese Inklusion gemacht. Und ich war damals in der Lebenshilfe in der Schule, also auf einer Schule für Menschen mit Behinderung. Und durch die Inklusion habe ich dann dieses musische Gymnasium, hat das musische Gymnasium mit behinderten Menschen und mit nicht behinderten Menschen zusammen sich getan und haben so ein Projekt gemacht. Und ich durfte dann auch auf der Schule bleiben und durfte dann auch mein Abitur mit Hilfestellung, mit Vorlesen und mit verschiedenen Hilfestellungen durfte ich dann das Abitur machen. Und ich habe mein Abitur mit 1,1 bestanden. Oh, das ist cool. In Ja. diesem Gymnasium. Ja, genau. Oh, Und das mit meiner Behinderung. du hast Glück gehabt, Ja, 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 ja. weil du in Ich bin Deutschland auch bist. froh, dass ich das Abitur machen durfte. Ja, dann natürlich. Und Oder? das heißt ja eigentlich auch Inklusion, dass Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung Oh, zusammenkommen, das ist sehr weißt gut, wie auseinander diese Deutschen ja, Genau, zusammen. genau, Das genau, genau. ist sehr gut. Wie viele Schüler und Schülerinnen in einem Klasse warst, als du noch in der Schule warst? Also mit mir waren es ungefähr 30 Schüler. 30. 30. 30, oh, auch sehr viele. 30 Schüler. Ich war der einzige Junge. Ja. In der Grundschule, oder? Nee, erstmal in der Grundschule, dann auf die Lebenshilfe und dann auf dem musischen Gymnasium. Auf dem musischen Gymnasium waren ungefähr 25 Mädels und mit mir 26. Okay. Du In bist der einzige Junge. einer Klasse, Du warst. genau. Oh, okay. Und als du noch in der Grundschule warst, wie viele Schüler in einem Klasse? Wie viele Schüler in einer Klasse waren? So Ungefähr. ungefähr so 20 ungefähr. Ah, okay, das ist nicht so groß. Eine große Klasse, ja. Ja, in China weißt du, als ich noch in dem Gymnasium war, weißt du, wie viele Schüler in einem Klasse? Nee. Mehr als 60. 60? Ja, die können. Manchmal 80. Das kann man nicht gut lernen. Das ist schrecklich. Und dann musst du oder deine Eltern auch für die Schule zahlen oder nicht? Gar Nee, nicht. nee, Oh. nee. Und dann kriegst du auch etwas von dem Staat, als du noch in der Also Schule. ich kriege meine Sachen, meine ganzen Hilfsmittel über den Staat. Das inklusive des Inklusion, ja, genau. Kindergeld und auch Integrationshilfe, oder? Integration für Menschen mit Behinderung und Nichtbehinderte, ja, genau. Und darf ich fragen, wie viele Asen du in der Grundschule und der Gymnasium war, bekamst du? Hilfe? Ich kam ungefähr so 100% Hilfestellung. Wie 100%. viele Euro weißt du noch? Damals gab es auch in D-Mark, da haben sie in Ja. D-Mark gezahlt, das waren so 50 D-Mark. Okay, das sind schon sehr viele. Das ist ein D-Mark
jetzt gleich jetzt 2 Euro, oder? Mhm, genau, ja. Das ist vorher 30 Jahre, oder? Ja, so ungefähr. Und jetzt ist es ungefähr 300 Euro. So, nee, so 15, also 50 D-Mark waren das früher, wo ich bekommen habe. Genau. Jetzt weißt du nicht genau. Jetzt. Nee, das weiß ich nicht besser. Das weiß ich. Ich habe gefragt, dass ich bekomme jetzt diese ungefähr 280 Euro. Mhm. Ja, das ist, und 1980 bin ich in die Lebenshilfe in die Schule gekommen. Und von der Lebenshilfe auch von der Behindertenschule dann aufs Gymnasium. Als Inklusionsprojekt. Ah, okay. Mhm. Und noch ist etwas, ich schau mal noch eine Frage. Das ist. Da gibt es welche Voraussetzungen, dass die Kinder in die Schule gehen dürfen? Mhm. Also, welche Voraussetzungen? Müssen sie Deutsche sind oder müssen sie ihre Art Beruf haben oder eine Arbeit haben oder muss etwas Voraussetzungen? Nee, also wir haben, wir konnten so aufs Gymnasium gehen, ohne irgendeinen Beruf zu haben. Weil damals gab es die Berufe noch gar nicht. Meine Frage ist, ob du weißt, wenn ein Kind jetzt Deutsch in Deutschland in die Schule gehen will, muss, gibt es auch welche Voraussetzungen? Und wenn die Eltern, die chinesischen Eltern hier arbeiten und dürfen ihre Kinder auch in die Schule gehen? Ja, wenn sie diese Aufenthaltsgenehmigung haben und wenn sie Deutsch können und die Kultur hier beherrschen. Und ich meine in die Grundschule, ganz erste Klasse. Ja, da müssen sie Deutsch. Okay, das ist spezielle Schule, oder? Nein, das ist eine Schule, das ist keine Schule. Ja. Das ist eigentlich, du kannst überall Deutsch lernen. Du kannst sogar in Integrationsprojekten Kurse teilnehmen. Das ist auch kostenlos? Ja. Kostenlos, genau. Oh, okay, das ist schön. Mhm. Und dann nach dem Gymnasium bist du in die Uni gegangen. Genau. Genau, und da haben wir uns kennengelernt. Oh ja, ja. Mhm. Und was hast du studiert? Ich habe damals erstmal Politikwissenschaft studiert, dann Theatermedienwissenschaft und Politik studiert, also Pädagogik und dann Jura. Okay. Also ich war der längste, wo in der Uni war, ich war mein halbes Leben in der Uni. Okay, dann seit 1992 habe ich Abitur gemacht. Und dann im gleichen Jahr bist du in der Uni gegangen. Genau. Das ist sehr schön. Ab Oktober dann bin ich. Ich habe mich dann vorher einschreiben lassen, mit meiner Mutter zusammen, bin ich hingegangen, mit meiner Mama. Oh ja. Mhm. Und als du in die Uni gegangen bist, dann bekamst du auch Sozialhilfegeld? Ich kam mit einer Unterstützung, dass ich da, also das Behindertengerecht, wurde es so gemacht, dass ich studieren dürfte mit Hilfestellung, dass mich Menschen unterstützt haben in der Uni, genau, und mich auch begleitet haben. Okay, und und auch die Gebühren ist auch gebührenfrei in der Uni? Gebührenfrei, ja. Ich musste auch keine Gebühren bezahlen. Ich habe einen Schwerbehindertenausweis. Ja. Okay. Und dieser Schwerbehindertenausweis, mit dem darf ich umsonst Bus fahren, mit dem darf ich umsonst Zug fahren, umsonst durch ganz Deutschland reisen. Okay. Kostenlos, ganz kostenlos. Ganz kostenlos fahren. Okay. Das ist cool. Alles Mögliche. Oh, das ist sehr schön. Mhm. Ja. Und dann bekommst du auch monatlich von dem Staat auch Hilfsgeld? Ja, ich kriege Kindergeld. Kinder, okay. Oh, das ist sehr schön. Mhm. Ja, wie viel? Auch wenn man 200 Euro kriegt. Oh, das ist sehr schön. Mhm. Ist jetzt noch? Kriege ich immer noch, ja. Ja, sehr schön. Mhm. Das hat an meine Mutter gegeben und meine Mutter gibt es dann mir. Okay, sehr schön. So lange. Ja, das ist sehr schön. Oh, das ist Deutschland hat sehr gutes soziales System, genau. Ja, ja, das ist sehr schön. Du bist du zufrieden? Ich bin zufrieden mit meinem, das, was ich habe, ja. Geht das läuft auch genauso wie in Großbritannien? Nein, das gibt es in Großbritannien nicht. Oh, du bist sehr Glück. Du hast Glück gehabt hier. Ja, in Deutschland habe ich Glück, ja. Ja, ja, das ist sehr schön. Und besuchst du auch deine Eltern regelmäßig? Ab und zu mal, ja. Jedes Jahr. Ja, einmal im Weihnachten, ja. Oh, das ist schön. Wenn du nächstes Mal deine Eltern sehen, dann diese Grüße sehen. Mach ich, auf jeden Fall. Vielen Dank. Dankeschön.